Ich grüße euch beim Videopodcast der Zeitverbraucher. Ja, heute möchte ich euch mal wieder mitnehmen in die virtuelle Welt. Ich möchte euch ein X-Plane VR-Erlebnis mal zeigen, beziehungsweise ich möchte euch einfach mal bei einem Rundflug um den Flughafen Frankfurt mitnehmen in der kleinen Robin. Ihr seht sie schon im Hintergrund. Ich will euch einfach mal zeigen, was heutzutage mit VR in der Welt der Flugsimulatoren so möglich ist. Ich habe jetzt seit einigen Wochen oder Monaten mich mit X-Plane ein bisschen beschäftigt. Es ist echt ein schweres Thema, weil es ist ein riesen Performance-Problem. Mittlerweile sind die Rechner so stark, dass man in 2D am Bildschirm wirklich mit guter Framerate alles super zum Laufen bekommt. Aber wenn man das Ganze dann wirklich in der VR-Brille dann darstellen will, dann kommt man relativ schnell an Performance-Grenzen. Und wenn man das Ganze auch dann noch hier aufzeichnen möchte, dann wird es nochmal um eine Ecke schwerer. Ja, ich bin kein Pilot. Wir werden das alles sehr, sehr laien und amateurhaft hier machen. Wir stehen in Frankfurt vorm Terminal 3. Und unsere Robin ist im ausgeschalteten Zustand. Wir starten sie und ignorieren mal alles an Vorschriften, also weder ATC noch sonst irgendwas. Wir setzen einfach rein, machen Taxi zur 25 Center, das ist so der Plan, und fliegen einfach mal eine Runde um den Platz. Ich habe das Ganze schon mal versucht mit Echtzeitwetter. Im Moment ist es aber sehr diesig und sehr nebelig. Von daher, da seht ihr nicht wirklich viel. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so ein künstliches Wetter eingestellt. Ein bisschen bewölkt oder bedeckt. Welche Plugins ich benutze, das werde ich euch so nach und nach während dem Flug mal sagen. Zumindest die wichtigsten. Und ich würde sagen, genug der Vorrede. Fangen wir an. Ich benutze hier als VR-Headset eine Vive Pro. Das ist bei der Fliegerei ganz entspannt, da ein bisschen entspannter, da die höhere Auflösung doch besseres Ablesen der Instrumente ermöglicht. Geht aber auch mit einer normalen Vive. Also ich bin auch mit der normalen Vive geflogen, aber mit der Pro ist es ein bisschen angenehmer. So, wir sehen hier unseren Flieger. Deckel ist auf, Maschine ist aus und ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein. So, und ich habe den Moment den Flugsimulator pausiert. Drücken wir mal auf die Pause raus. So. Ihr seht, die Zeiten, in denen man auf leeren Flugplätzen bei Flugsimulatoren rumsteht, ist Gott sei Dank vorbei. Ihr seht hier einen Haufen Flieger rumstehen, es fahren Fahrzeuge rum. Es ist eine schöne Geräuschkulisse, also das macht eigentlich schon mal richtig Spaß. Das sieht sehr belebt aus. So, machen wir einen Deckel zu. So, ich habe mir hier, ich fliege mit so einem Flightchoke, die wichtigsten Funktionen, Batterieschalter, Avionics-Schalter, habe ich mir auf Tasten gelegt. Die könnt ihr zwar alle mit dem Controller hier bedienen, aber mit echten Schaltern ist es auch mit aufgesetzter Brille irgendwie ein bisschen angenehmer. So, Batterieschalter an, Avionik an. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier diesen... Der klemmt ein bisschen bei der Robin. Weiß nicht, irgendwie ist da ein kleiner Fehler drin. So, okay, ja, starten wir mal. Okay, Flaps sind eingefahren. Machen wir noch ein paar Lampen an. So, okay. Wie gesagt, wir richten uns heute nicht nach irgendwelchen Regeln. Wir wollen einfach nur ein bisschen fliegen und ich möchte euch mal zeigen, was denn heute, wie denn so ein Flugsimulator denn VR-mäßig aussehen kann.
Okay, so, dann schauen wir mal, dass wir hier unseren kleinen Grashüpfer auf der Stelle gedreht bekommen. Wenn ihr mit dem Airliner fliegt, dann habt ihr auch in X-Plane die Möglichkeit, mittels einem Plug-in einen richtigen Pushback euch zu bestellen, also einen Schlepper zu bestellen, der euch dann wirklich zurückdrückt. Also, das ist alles sehr, sehr detailliert simuliert mittlerweile. So, ich versuche meinen Kopf möglichst ruhig zu halten, was einem wirklich schwer fällt, komischerweise, weil man kann ja überall hingucken und man dreht schon sehr oft den Kopf. Das habe ich aber gemerkt, dass es für euch dann sehr, sehr hektisch und unkomfortabel zu schauen ist, zu gucken ist. Von daher, ich versuche möglichst ruhig zu halten. Und wenn ich ihn drehen muss, auch möglichst langsam. Aber ich sag's euch jetzt schon, immer wird mir das nicht gelingen. So, tolles Wetter haben wir. Schönen Sonnenuntergang. So, wir schauen mal, ob die Bahn frei ist. Jawohl. Ja, die Windfahne hängt relativ schlaff. Leichter Wind von Norden, aber nichts Weltbewegendes. Okay, dann würde ich sagen, sind wir ready for takeoff? Okay. So, die Maschine hat ein starres Fahrwerk, also brauchen wir nicht einzufahren. So, der Plan für heute ist, mal ein bisschen hier um den Flughafen rumzufliegen. Ich drehe jetzt hier mal nach Norden ab, überquere die A3. Fliegt dann Richtung Taunus. Da kann ich euch ein bisschen die Straßen zeigen, die Beleuchtung zeigen. Ich habe jetzt endlich extra einen Zeitpunkt am Tag gewählt, wo man auch ein bisschen die Beleuchtung der Dörfer und der Stadt sieht. So, ihr könnt erkennen hier unten die A3, da fahren Autos, da sieht man Rücklichter und die normalen Scheinwerfer. Und ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. So, hier links erkennt man die recht neue Nordwestbahn, noch eine Landebahn. Und grober Kurs, wie gesagt, ist mal Richtung Taunus. Überqueren wir jetzt auch gleich den Main. So, vielleicht noch ein paar Worte zu dem Flugzeug. Die Robin ist von einem französischen Hersteller, weiß gar nicht, wie der heißt, ist wohl aus Holz gebaut, also ein Holzskelett, und hat aber hier jetzt diese Version schon sehr, sehr viel Hightech eingebaut. Also ihr seht, Glascockpit und Autopilot und viele Features. Da könnt ihr lange mit rumspielen, bis ihr das alles wirklich verstanden habt und bedienen könnt. Aber das Schöne ist, das Flugzeug taucht auch einfach nur ohne recht vieles Wissen einfach mal so zum Rumfliegen. Ist auch sehr gut möglich zu fliegen. Bei stärkerem Wind ist es relativ unkomfortabel, hätte ich allerdings festgestellt.
So, hier unten ist der Main. Und wir drehen mal so langsam ab. Richtung Westen. Noch ein bisschen steigen. So, ich habe jetzt hier eine Kombination aus der Szenerie für den Flughafen Frankfurt. Das ist eine Kaufszenerie. Für ambitionierte Flugsimulanten definitiv zu empfehlen. Es ist nun mal der größte Flughafen in Deutschland und er ist wirklich sehr schön simuliert. Und es ist auch nicht ganz so ein Performance-Fresser, also es funktioniert schon recht gut. Ansonsten habe ich im Bereich Süddeutschland und Mitteldeutschland mir eine Fotoszenerie selbst erstellt oder selbst gebaut mit einem Tool, das kostenlos ist, das nennt sich Auto4XP, also Orthographie für X-Plane. Und als Basis sind da Daten von Bing, also Satellitenbilder von Bing hinterlegt. Das ist ein bisschen zeitaufwendig, da gibt es wunderschöne Tutorials, wie man das macht, welche Möglichkeiten man hat. Da kann man richtig tief einsteigen in das Thema. Und die Kombination zwischen dieser Fotoszenerie, also diesen beklebten, diese Bilder, die man draufklebt im Endeffekt, und der Autogen-Szenerie von X-Plane, finde ich wirklich sehr gelungen. Das macht schon einen sehr realistischen Eindruck. Hier überqueren wir jetzt die A5. Über der Tragfläche, über der rechten, erkennen wir das Frankfurter Kreuz, also die Stelle, an der sich A3 und A5 treffen. So, vielleicht noch ein Wort zum Wetter. Das, was ihr hier seht, ist nicht das Original, die Originalwetterdarstellung von X-Plane. Das Original sieht relativ spartanisch aus. Vor allem in VR sieht einfach nicht gut aus, das Original. Ich nutze hier ein Plugin, das nennt sich Ultra Weather XP. Es hat sehr, sehr viele Optionen, sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten und generiert euch eine Bewölkung, ein Wetter, das wirklich sehr, ich finde, es ist das Realistischste, was ich bis jetzt in der VR-Welt gesehen habe. Dieses Plugin macht aber nicht nur Wolken, sondern auch Sichtweiten, Beleuchtung, also auch hier die Beleuchtung, die ihr hier seht, ist, wie sie dargestellt wird, von diesem Plugin noch gesteuert. Also beispielsweise könnt ihr hier die Helligkeit entfernter Lichter und naher Lichter einstellen und so weiter und so weiter. Also das ist relativ umfangreich und klar, es nimmt euch ein paar Frames weg, aber nicht so viel, dass es nicht mehr spielbar ist. Oder spielbar, also nicht mehr simulierbar ist. Muss man ja mal aufpassen. Simulatoren sind ja keine Spiele. Da kann man sich ganz schnell in der Zimmergemeinde unbeliebt machen. So, hier überqueren wir jetzt die A3. So, und wir drehen mal hier in den 25er Final ein. Schauen wir, ob wir es noch hinbekommen, auf der Senderbahn zu landen. Dann ist der Taxiway zurück nicht ganz so lang. So, diese grünen Flecken, die ihr jetzt da vorne seht, das ist ein Bug von meinem Verkehrsplugin. Ich nutze X-Live und das ist nach viel Rumprobieren wirklich für mich das beste Plugin, um Verkehr zu generieren. Allerdings hat es immer noch diesen Bug, dass ich diese grünen Flecken da angezeigt bekomme. Muss ich mich nochmal beschäftigen demnächst.
irgendwie kriegt man das bestimmt auch noch in den Griff. So, ich fahre mal ein paar Klappen. Ja, die Bahn ist 4 Kilometer lang, also wir haben alle Zeit der Welt mit unserem kleinen Flieger hier sauber zu landen. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen oder ob ich es hinbekomme. Im Moment sind wir noch über dem Glide Slope. Also noch ein bisschen sinken. Ja, was, wenn ihr da einsteigen wollt, was wirklich sehr, sehr sinnvoll ist, ist einen vernünftigen Flightstick oder Flightchoke euch zuzulegen. Ich habe jetzt lange Zeit mit meinem alten, ich glaube, der war irgendwie 12 oder 13 Jahre, versucht hier ein bisschen zu fliegen und das hat wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Das hat geruckelt und man hat den Flieger eigentlich nicht wirklich im Griff gehabt. Also da sollte euer Equipment wirklich einigermaßen gut sein. Sonst könnt ihr da relativ, sonst ist der Frustfaktor doch recht hoch. Rechts erkennt ihr den Tower Nord, den aktuellen Tower, der jetzt seit auch schon einem Jahrzehnt schon wieder in Betrieb ist. Und auf der linken Seite ist der Tower Süd, der nur noch als Contingency Tower, also als Notfall Tower genutzt wird. So, dann schauen wir mal, ob ich euch jetzt eine einigermaßen weiche Landung präsentieren kann. Ja, so richtig viel bremsen muss man auf so einer Bahn, auf so einer langen Bahn nicht. Da kann man eigentlich ausrollen, bis man zum nächsten Taxiway kommt, zur nächsten Abfahrt. Ja, wunderschöner Sonnenuntergang, wie ich finde. Die Zeit, die ich jetzt hier eingestellt habe, war ich einigermaßen gut erwischt. So, und wir machen Taxi zurück zum Terminal 2 von da weg, wo wir gestartet sind. Hier links ist die Feuerwehr oder eine der Feuerwehrwachen. Also ihr seht, wenn man dann mal ein bisschen in der Nähe hier auf dem Hafen ist, dann kommt es schon mal vor, dass man mal einen Bildruckler hat oder dass man ein bisschen stockt. Ja, muss man im Moment einfach mit leben. Vielleicht gibt es ja da noch ein bisschen was, eine Optimierung in Zukunft. Die Flugsimulator-Gemeinde wartet ja mit Schmerzen auf das Vulkan-Update, in dem eine neue Grafik-Engine verbaut ist, die auch Multicore-Prozessoren unterstützt. Und ja, vielleicht gibt das ja noch ein bisschen Performance-Schub, im Speziellen für die VR-Welt.
Okay, dann wollen wir hier links rein. Gut, so. Engine off. Flaps wieder rein. Das ist gerade laut, startet gerade einer. In den Sonnenuntergang. Deckel noch auf. So, ja, das soll's erstmal gewesen sein, unser erster Rundflug. So, gerade nochmal. Ja, das soll's gewesen sein, unser erster Rundflug. Mal eine kurze Runde um den Block in Frankfurt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Eindruck geben von dem, was ihr für Möglichkeiten habt mit X-Plane und so einer VR-Brille. Wie gesagt, die Plugins und die Bastelerei, bis man dann wirklich in den Simulator so am Laufen hat, wie ihr ihn jetzt seht, ja, muss man Lust drauf haben. Out of the box geht da nichts, gar nichts. Also da müsst ihr schon ein bisschen Kreativität beweisen bzw. Geduld haben, um euch da einfach mit eurer Hardware vertraut zu machen und zu gucken, was könnt ihr irgendwie umsetzen und welches Plugin ist vielleicht für euren Rechner zu performancefressend. Ja, da muss man, kann man viel basteln, kann man viel optimieren und man ist dann eigentlich ständig auf der Jagd nach jedem einzelnen Frame. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen gefallen und vielleicht sogar ein bisschen angefixt. Wenn ihr eh schon euch mal mit Flugsimulatoren beschäftigt habt, gibt euch das vielleicht eine Idee, was so der nächste Schritt sein könnte. Okay, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis demnächst hier beim Zeitverbraucher. Servus.